Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Heute keine Betashow oder PTR Watch, sondern ich mache eine kleine Vorstellung, einen Rundgang, einen virtuellen. Ja, zum einen über venium.eu und zum anderen werde ich noch ein paar Fragen hinsichtlich der Vorbestellung von Kataklysmen beantworten, die immer wieder aufkamen. Und das Ganze werde ich halt nicht mehr machen in den ja, normalen Videos, PTR Watches und Beta Watches, sondern ich habe mir gedacht, das mache ich einfach mal in einem extra Video. Ja, zuerst mal die Frage beantwortet. Leute fragen mich das ganz oft: Wie können wir dich unterstützen? Ja, da haben auch einige schon angeboten, mir Geld zu schicken und so. Das will ich jetzt nicht. Ich habe auch noch keinen von diesem komischen Tool da, womit man eben Leuten Geld spenden kann, sondern ich denke, wenn, dann unterstützt mich mit etwas, was ihr sowieso macht. Also zum Beispiel, wenn ihr auf die Seite geht, gibt es natürlich hier für die Werbung für mich ein wenig was ohne Frage. Das ist jetzt zwar nicht viel, ne, leider, aber naja. Dann aber eine tolle, bessere Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel sowieso bei Amazon.de bestellt, dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel über meine Seite oben im Sucherfeld, also links oben, ist so ein Amazon.de Sucherfeld. Wenn ihr da was sucht, werdet ihr direkt zu Amazon weitergeleitet. Da könnt ihr, wenn ihr, ne, zum Beispiel sagt, ich wollte bei Amazon das und das bestellen, kommt doch auf meine Seite, gebt das da oben in die Suche-Sache ein und ihr könnt es da einstellen oder eben hier unter Shop. Da gibt es so ein Amazon-Sortiment und da könnt ihr euch einfach irgendwas ne, raussuchen und wenn, da werdet ihr am Ende auch zu Amazon weitergeleitet und ja, da unterstützt ihr mich auch. So, habe ich das jetzt auch nochmal in einem Video gesagt, aber nicht in einer Beta-Show, denn ja, wie Stevenio schon richtig sagt, die Beta-Show verkommen dann irgendwie zu einer Dauerwerbesendung und ja, ich habe das jetzt hier oben auch mal schön eingeblendet. Ich denke, das ist ja passend, denn das ist es letztlich auch. Ich werbe halt hier für einige Sachen, beantworte zwar ein paar Fragen, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ja, dann eben in eigener Sache, venium.eu, ihr kennt die Website, ihr kennt aber vielleicht nicht alle Funktionen und zwar haben wir hier nämlich eine sogenannte Sidebar rechts. Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich den Cursor sehe, aber rechts seht ihr. Seht ihr so eine Sidebar mit einem Kataklysmen-Logo darüber? Und da stehen zum Beispiel WoW-Bücher. Ja, das ist halt hier so ein Fundus an Informationen, die in Kategorien aufgeteilt sind. Ja, ihr sucht zum Beispiel eine Beta-Show. Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, hier auf Videos zu gehen. Dann sind hier die Beta-Shows, aber da muss man dann irgendwie sich über 16 Seiten durchkämpfen. Das muss doch einfacher gehen. Es geht einfacher. Ja, und zwar, wenn ihr hier auf Wenn es Beta-Show klickt, seht ihr alle Beta-Shows. Ja, also hier 43, der Tag, als der Film kam, oder 25. 20 Hauptstädte der Horde oder 6 Mulgore und Stonetail Mountain. Ne, also die seht ihr da alle aufgelistet. Es gibt natürlich hier auch noch andere Sachen, zum Beispiel Vorschau auf Raid-Instanzen, Spielemechanik, was ist Reforgen, Buff-Änderungen, neues Gildensystem und so weiter. Oder ihr wollt euch über die WoW-Bücher informieren, über die ich schon was geschrieben habe, zum Beispiel Krieg der Ahnen-Trilogie, Sturmgrimm. Na, einfach hier in der Sidebar nachschauen, kann ich euch nur empfehlen. Ja, das hier, was hier gerade aufgegangen ist, ist ja das sogenannte, der sogenannte Add-This-Button. Wenn euch irgendwie ein Guide, also hier ne, oben sind ja auch Guides, zum Beispiel hier, wenn euch also einer dieser Guides oder ein Video oder eine News von mir gefällt, dann könnt ihr das mal weitersagen. Das würde mich auch unterstützen. Das finde ich auch toll. Dann gibt es jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, das auf Facebook, auf Twitter und so weiter. Ne, hier ein Twitter-Button oder hier gibt es noch ganz viele andere Sachen. Ja, also hier zum Beispiel mehr. Ne, was weiß ich, ich kenne das alles gar nicht, ganz ehrlich, aber da könnt ihr das alles hin weitersagen. Das wäre auf jeden Fall auch eine Hilfe. Ja, ansonsten eine Galerie, Guides und so könnt ihr euch ja mal umschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, dann kommen wir kurz zu den Bestellmöglichkeiten von Kataklysmen. Und zwar in meinem YouTube-Channel, da habe ich die Links nämlich jetzt hinterlegt, sodass die nicht weg sind. Ja, und zwar seht ihr jetzt ja hier meinen YouTube-Channel. Übrigens nutze ich nicht immer den Internet Explorer, sondern nur für dieses Video. Jedenfalls mein YouTube-Channel ist einfach zu erreichen unter youtube.com/vanion, also mit zwei O, Vanion. Und hier über mich, da habe ich zwei Links reingepackt. Zum Beispiel einen Amazon-Link, einfach, das kennt ihr, auf Amazon klicken und ja, dann bekommt ihr das Ganze, wenn zum Beispiel am 2. November erscheint, am 2. November auch geliefert. Dann gibt es eine andere Sache, die ich vorgestellt habe, denn ich wurde gefragt, wie ich mir Kataklysmen vorbestelle und ich mache das über Gameware. Das mache ich einfach aus dem Grund, weil wir da beim letzten Mal mit Wrath of the Lich King sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Das lief da so: Ich habe
habe bei GameWare bestellt, habe da halt vorher bezahlt und ja, wie die hier oben schon schreiben, Vorbestellung kann man bei denen stornieren, das geht also auch. Jedenfalls habe ich bestellt, habe bei denen bezahlt, per Sofortüberweisung beim letzten Mal auch. Und dann habe ich, also das Spiel ist damals am 12. November, glaube ich, rausgekommen und ich habe am 11. November um 11 Uhr mittags eine E-Mail von denen bekommen mit meinem Cataclysm-Key. Konnte also abends, als das ja, freigeschaltet war am gleichen Abend, ohne dass ich irgendwo hingegangen bin, mir meine Version von Cataclysm registrieren und das war dann letztlich ein bisschen leichter für mich. Ich habe dazu einige Fragen bekommen, die werde ich jetzt auch nochmal versuchen zu beantworten. Also stornieren könnt ihr das natürlich erstmal. Da steht hier, ne, du bekommst dein Geld sofort zurück, du kannst halt wirklich alles stornieren. Die sind da auch nicht irgendwie nur, weil die aus Österreich kommen, dubios oder so. Die sitzen halt in Österreich, aber ich habe überhaupt gar keine Probleme mit GameWare bisher gehabt. Und ein Freund von mir, der bestellte auch ständig, also das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, dann, was müsst ihr denn überhaupt bestellen? Hier gibt es ja so ganz viele Angebote, einige sind günstiger wie andere. Ja, also was ihr bestellen müsst, ist das World of Warcraft Cataclysm Nerd Pack. Das kostet hier im Moment, das ist hier dieses, das kostet hier im Moment 35,85 Euro plus Versandkosten, denn ihr bekommt den Key einmal per E-Mail zugeschickt, also an euch gesendet, per E-Mail, wie ich das gerade beschrieben habe, und dann ein paar Tage später bekommt ihr per Post, da stellt dann der Postbote bei euch und gibt euch euer Spiel auch nochmal so in die Hand. Ja, dann haben viele gefragt, ja, hey, Venian, ich habe aber doch gar keinen Cataclysm-Client ohne die CDs, wie mache ich das denn? Ja, also da ist das das Zauberwort Internet, ja, ihr könnt euch das Ganze nämlich vorher herunterladen. Ich werde so eine Woche, bevor Cataclysm kommt, auf venian.eu dazu eine Anleitung hinpacken, vielleicht mache ich auch ein Video raus, so baut ihr entweder euren Beta-Client um, damit ihr mit dem Cataclysm live spielen könnt. Das ist auch gar kein Problem. Xas hat das ja letztes Mal auch schon erwähnt. Der hat irgendwie ein paar Jahre damit live gespielt, ja, also. Und also das ist gar kein Problem, das können wir machen. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, die Daten meist schon vorher runterzuladen und auch da werde ich euch dann entsprechende Links geben. Ja, also das ist gar kein Problem alles. Ne? Wenn ihr eine vernünftige Internetleitung habt, wenn ihr natürlich nur über ISDN spielt oder so, ja, also dann wird das schwieriger. Dann solltet ihr vielleicht wirklich bei Amazon bestellen oder in den Mediamarkt gehen oder so abends um 12, falls ihr wirklich dann ab dann schon spielen wollt. Das ist dann eure Sache. Ja, aber wie gesagt, also ich kann nur sagen, die Jungs hier sind völlig in Ordnung und was ihr bestellen müsst, ist das Nerdpack, um wie ich den Key am Tag vorher schon per E-Mail zu bekommen. Ob es jetzt auch bei euch um 11.12 Uhr ist, kann ich im Übrigen nicht vergleichen. Ich habe nur gerade nochmal in meinen E-Mails geguckt und das war dann bei mir, ne, eben an dem Tag schon um 11 Uhr mittags hatte ich meinen Key. Ja, also das sind die Jungs von GameWare. Die haben auch andere Sachen übrigens im Angebot, also wenn man mal da draufklickt, ne, haben die diverse andere Sachen noch da, das seht ihr ja, die sind mit Sicherheit also bei den Sachen auch gut. Ich habe da zwar noch nichts selber bestellt, weil ich halt nicht jetzt so viel andere Sachen zocke, aber naja, dadurch, dass ich Cataclysm bei denen bestellt habe, bin ich davon schon sehr überzeugt. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, Beta-Keys zu gewinnen. Also ich habe ja ein paar Beta-Keys über von Leuten, die haben sie mir geschickt. Das sind auch wirklich Keys und die möchte ich hier ein bisschen unter unsere Community bringen. Alle Informationen dazu gibt es auf venian.eu, da ist hier genau beschrieben, wie ihr das bekommt. Auch die Info könnt ihr zum Beispiel sharen, ja, hier auf Twitter und so. Und ja, lest euch das einfach mal durch. Ich möchte aber zu der Sache, wie ihr hier in dem Video gewinnen könnt, kommen. Und zwar, ihr postet einfach irgendeinen Comment, ja, ein möglichst sinniges vielleicht, was weiß ich, ne, irgendwas halt, und postet das unter dieses Video. Und am Sonntag werde ich zusammen mit Xas in der Beta-Live-Show, ja, also am Sonntag, den 26. werden wir in der Beta-Live-Show irgendjemanden raussuchen, der da einen Comment reingeschrieben hat, und dem werde ich dann live direkt bei YouTube seinen Key schicken. Also ihr solltet natürlich dann auch registriert sein bei YouTube. Ja, ansonsten gibt es zum Beispiel die Möglichkeit über Twitter, Facebook oder hier direkt in der News. Ihr seht, diese News hat hier schon sehr, sehr viele Antworten, insgesamt 290 schon, denn ich werde an drei Leute heute Abend noch, also heute am 24., die hier reingeschrieben haben in die News, was ihr genau reinschreiben müsst, steht in der News auch, und
da werde ich auch 3 Beta-Keys raushauen. Ich möchte jetzt schon mal sagen, dass ich für diese Beta-Keys natürlich keine Garantie übernehmen kann. Es kann aus irgendeinem Grund sein, dass die nicht funktionieren. Und ich denke, Blizzard wird mir da keine neuen geben. Das ist leider so, ja. Das möchte ich hier nur noch mal sagen. Sie sollten funktionieren. Ich weiß das auch von Leuten, dass die auch eben solche Keys hatten, dass sie funktioniert haben. Aber dennoch möchte ich einfach keine Garantie übernehmen. Vor allen Dingen nicht für die Keys, die mir hier vom netten Fabian aus der Schweiz, Gruß an dich, und vom Olli aus Süddeutschland zur Verfügung gestellt haben. Dafür kann ich einfach keine Garantie übernehmen. Ja, das möchte ich hier nur nochmal sagen. Aber der, den ich hier über YouTube verlose, ist nicht davon. Und ich denke, hoffe, dass es funktioniert. Also falls ihr Lust habt, eben auf wenn.eu stehen, möglichst wie ihr drankommt, oder ihr postet einfach was in die Comments, und am 26.09. am Sonntag ab 17 Uhr in der Beta-Live-Show wird, ich hoffe, Xas ist überhaupt da, ja, aber wenn, dann werden wir zusammen eben die Person ziehen, die da den Beta-Key bekommt. Ja, das war's soweit hier mit meiner Dauerwerbesendung, und ja, ne, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet bei der nächsten Beta-Show oder Live-Show, die am Sonntag kommt. Morgen, am Samstag, den 25. wird vermutlich ein PTR-Watch kommen, und am Sonntag wird auch vermutlich noch eine Beta-Show kommen. Vielleicht auch schon morgen, wenn es da ein Beta-Patch gibt, mal schauen. Ja, wie gesagt, das war die Dauerwerbesendung. Ich werde das Ganze dann jetzt nicht mehr in irgendwelche Beta-Shows und andere YouTube-Videos reinpacken müssen. Das ist natürlich eine Erleichterung, und ich hoffe, das freut euch auch. Und danke euch fürs Zuschauen. Bis dann, euer Venien.